So, da sind wir auch schon zurück mit der nächsten Aufgabe. Wie gesagt, die benannten Orte haben wir jetzt eben gefunden und wir gehen jetzt so ein bisschen nach der Reihenfolge, nämlich entdecke Orientierungspunkte. Auch dazu gehen wir wieder in Gruppenkeile, weil das einfach die schnellste Art ist in meinen Augen. So, dann, wie gesagt, alle neuen. Unten seht ihr diesen PaySafe-Code. Dieser PaySafe-Code ist wirklich 10 Euro wert. Die Fragezeichen, da müsst ihr halt Zahlen einfügen und alle 10 Abonnenten gebe ich eine Zahl hinzu. Heißt, bei 510 Abonnenten kommt schon die, lasst mich lügen, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Zahl hinzu. Bei 520 die nächste. So, wenn du mehr wissen willst über das ganze Gewinnspiel, einfach in der Videobeschreibung vorbeigucken. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und auch erkläre, wie du den Code knacken kannst. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, immer noch Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn noch kein Abonnent bist, ich aber schon öfters mal helfen konnte, lass jetzt dein Abo da. So, jetzt geht's um die Orientierungspunkte. Ich habe auch eben schon dieses Tipps und Tricks Video gemacht, dass ihr schon mal mindestens alle Orte habt, vom Namen her. So, jetzt seht ihr hier, ist immer noch die so grau. Das sind alles Orientierungspunkte. Einen haben wir eben schon entdeckt. Wo waren wir denn da? Hier müsste, glaube ich, der Orientierungspunkt sein. Weil da bin ich, glaube ich, eben schon gelandet. Also einen habe ich schon aus Versehen quasi geöffnet. Aber ihr seht ja, wenn ihr alles erkundet habt, geht dann zu den grauen Stellen und das sind dann die ganzen Orientierungspunkte. So, das Ganze werden wir nämlich jetzt natürlich auch machen. Ich würde sagen, wir gehen eine kleine Runde, wenn wir das hinkriegen. Erstmal hier hin. Ich bin halt im Überlegen, ob es nicht schneller ist. Reingehen, landen, raus. Reingehen, landen, raus. Oder halt in einer Runde machen. Das müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wenn die ziemlich nah beieinander sind, müssten wir es eigentlich so sogar schaffen. So, der erste Punkt ist ja direkt schon da. Immer ein bisschen selber markieren. Hier ist der Markierungspunkt halt einfach der See. Der kleine. Dann gucken wir mal, ob direkt da auch schon ein Motorboot ist. Ja, das haben wir ja auch noch als Aufgabe. Ja. Also wenn ihr die Motorboote unterwegs findet, ruhig schon einsteigen. Zack. So. Natürlich geht das Ganze auch auf dem Land. Ist jetzt ein bisschen laut. Das war keine Tankanzeige, was sie gesehen haben damals. Das ist die Boost-Anzeige. Ah, doch, ist ein Tankanzeige, ich sehe es gerade. So, jetzt muss ich nur gucken, wo wir hier hin müssen. Aber das ist hier eigentlich die Mitte. Ist doch eigentlich hier die Militärbasis müsste da eigentlich. Genau. So, dann haben wir die entdeckt. Ah, das Seilrutschen sind auch wieder da. Ich sage, ich habe es selber noch nicht wirklich gespielt. Ihr seht ja auch, ich bin erst Level 3. Also ich bin eigentlich mit euch zusammen das Spiel am Erkunden, falls ihr gerade selber erst angefangen habt. So, jetzt müsste eigentlich die Brücke der Orientierungspunkt sein. Genau. Ja, die Namen werde ich mir aber definitiv nicht merken können, weiß ich jetzt schon. Hallo, öffnen. Ja, die sind auch noch ganz normal. So, dann haben wir noch einen Orientierungspunkt, nämlich da die Insel. Da werden wir auch jetzt hingehen. Und dann haben wir eigentlich hier in der Runde schon genug gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich schon mal raus, gehen schon mal in die nächste Runde rein und arbeiten dann schon die nächsten Punkte ab. So, und wie gesagt, vergesst nicht die Motorboote zu benutzen. Immer einmal die Runde. Mal gucken, ob wir noch einen. Ah, da auch doch, wir kriegen noch einen hin.
Ah, der Orientierungspunkt ist hier ein Schrottplatz? Ja, sieht nach einem Schrottplatz aus. Risky Wheels. Ah, ja. Ah, komisch, dass das kein benannter Ort ist in dem Sinne. So, kommen wir von hier. Ah, vielleicht kriegen wir den Ort noch entdeckt. Auf Krampf. Wie viel Material? Oh, wir haben wenig Material. Oh, dafür gibt es auch EP. Okay. Also die hat man früher definitiv nicht bekommen. Aber es gibt anscheinend immer nur 10 EP. Oder hat er jetzt nochmal aufgezählt? Ich weiß es nicht. So, gehen wir mal gerade hier hoch. Wie gesagt, macht euch auch immer die Markierungspunkte auf der Map, weil so habt ihr es natürlich selber auch einfacher von, logischerweise, wie der Name schon sagt, euch zu orientieren, wo ihr hin müsst. So. Dann haben wir den nämlich auch schon. Dann haben wir sogar schon 7 von 10 gefunden. Wie gesagt, ich habe eben einfach nur schnell alle Orte erkundet. Ja, das war's schon. So, ah, nee, das war ein anderer Punkt. Lol. Also das hier war auch schon ein Punkt. Obwohl, eigentlich war es doch schon grün. So, jetzt haben wir nämlich den Punkt da auch noch. Zack, haben wir schon 8. Wunderbar. So, jetzt zeige ich euch nämlich gerade, wie gesagt, 8 von 10. Jetzt gehen wir aus der Runde aber raus. Und dann zeige ich euch nämlich im Menü, dass ihr seht, auch das zählt. Weil manche schreiben echt immer in die Kommentare, hey, das zählt gar nicht. Doch, es zählt. Bei Gruppenkeile definitiv. Und ihr seht schon unten links, hier unten, entdecke Orientierungspunkte, 8 von 10. Also wie gesagt, geht in Gruppenkeile, sucht die Punkte da ab, die noch nicht entdeckt wurden, weil das sind logischerweise die Orientierungspunkte. Und dann werdet ihr natürlich die Aufgabe auch easy schaffen. Und wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Schreibt von mir so gerne was in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.